Hi und herzlich willkommen zur 16. Folge von White Day. Ihr legt eine Münze vor dem Automat. Ihr habt's gesehen, ich nicht. Danke für die Kommentare in der letzten Folge. Bin so blöd. Moment. Ich gehe, bevor ich nochmal aufs Dach gehe, schnell runter in die Cafeteria und hol mir noch eine Sojamilch. Denn was meine medizinischen Upgrades angeht, sieht's nicht so gut aus im Moment. Und bevor wir da auf dem Dach gleich wieder hin und her geschleudert werden und uns ein Schleudertrauma nach dem anderen einziehen, möchte ich wenigstens so ein bisschen gewappnet sein. Vor allem, weil ich jetzt schon wieder out of energy bin. So, die können wir auch gleich trinken. Okay, und hoch geht's. Aufs Dach. Wo wir, habt ihr schon in der letzten Folge gesehen, ein unsichtbares Labyrinth durchqueren müssen. Nur mit Hilfe einer popeligen Wünschelrute, die irgendwie auch, weiß nicht, ob die für mich oder gegen mich arbeitet. In der letzten Folge kam es mir ein bisschen suspekt vor. Da war eben der Hausmeister. Okay, den hat das Spiel. Okay. Wie auch immer. Seltsam. Leicht verbuggt dieses Spiel. So. Erstmal geht's hier lang. Das ist auch ein bisschen doof definiert. Ich weiß nicht, wie weit sich diese Dinge überkreuzen dürfen, dass es noch in, im akzeptablen Rahmen ist. Ich glaube, also das ist noch okay. Hä? Ich kann mich jetzt nur ganz mühsam vorantasten. Ich glaube, das geht gar nicht. Also, solange ich nicht laufe, können die sich auch überkreuzen. Das, dann passiert nichts. Ich darf da nur halt nicht mehr laufen. Oh, oh! Oh, immer an der Wand lang. Guck, ob das was hilft. Okay. Wäre auch ein bisschen einfach, wenn ich jetzt hier locker bis zur Tür marschieren könnte. Ah, da ist es schon. In greifbarer Nähe. Das heiß ersehnte Amulett. So, und jetzt kann ich mich hier ganz mühsam Zentimeter für Zentimeter vorantasten. Ah, Leute, das wird eine Krittelaufgabe hier. Nein, 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 nein. Auch nicht? Nee. Das war klar, dass mich das Spiel jetzt dazu zwingt, hier den halben Weg wieder zurückzulaufen. Aber so weit war ich eben, glaube ich, nicht. Also ich bin jetzt zumindest so ein, zwei Meter weiter zur Tür. Man muss in diesem Spiel was mitbringen, was mir fehlt. Geduld. Viel Geduld. Okay. Okay. Tut sich nichts. Sehr schön. Oh, jetzt fängt er wieder an. Nein. Oh. Ah. Nein, nein. Ich laufe jetzt ganz langsam. Das werdet ihr ja hoffentlich verstehen. Das sieht irgendwie aus wie zwei Strohhalme. Vor allem dieses Geräusch passt dazu, dieses. Okay. Och, das ist doch jetzt wirklich blöd. Okay, 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 okay. Noch mal ein Stück weiter. Ah, hier nicht. Hier ist. Okay. Oh nein. Ja. Ah.
Ja? Freunde! Freunde! Da! Ah! Bitte jetzt nicht! Oh, ich trau mich kaum, weiterzulaufen. Ja! Das ist unfair! Ich muss hier ganz an die Wand laufen. Ja, anders geht's doch nicht, oder? Oh! Nein! Da! Ah! Da! Ah! Das ist doch nicht wahr jetzt, oder? Okay. Ah! Ah! Ihr mögt verzeihen, dass es im Moment sehr langsam vorangeht. Ich traue mich nicht, noch ein bisschen weiter zu gehen. Ah, Mann. Ich weiß nicht, ob ich hier am richtigen Weg bin. Es lässt sich noch nicht anklicken. Das. Oh, Moment, 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 Moment. Wieso darf ich es nicht nehmen? Muss ich mich ducken? Nee. Irgendwie erlaubt er mir es noch nicht. Ich muss noch näher ran, glaube ich. Oh, fuck. Ist das unfair. Hier überkreuzt sich ja total. Nee, ich kann es noch nicht nehmen. Oder muss... Ach nee, Quatsch. Ich muss die Stangen wegnägen. Ich muss mich anequippen. Endlich. So, das Wasseramulett habe ich. Tür auf, lass mich raus hier. Und Tür zu, ich möchte nie wieder hier raus. Wo bin ich jetzt eigentlich? Okay, ich bin jetzt durch diese Rahmen. Also, dann gehen wir mal das Amulett in die Tür stecken. Das war irgendwo unten. Moment. Münze haben wir ja nicht mehr. Nee, wir sind bettelarm, dafür leben wir. Oh Mann. Das war jetzt eine furchtbare Sache. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Bum, 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 bum. Wo ist denn das hier? Ah ja, ich höre es schon. Bitte sehr. The word water has been carved into the amulet. Wer ist das denn? Wer versucht mich hier... Das war diese Frau, die wir schon mal gesehen haben. Zwei Hausmeister. Das ist ja mal pervers ohne Ende. Ich bin aber auch selber schuld, ich hätte speichern sollen. Ich hätte speichern sollen, nachdem ich hier wieder weg war, was nicht funktioniert hat. Ich war plötzlich wieder in-game und sie hat mich versucht umzubringen und ich hab's zu spät gecheckt. Das heißt, auf ein neues. Okay, ich tue euch das nicht an. Wir sehen uns gleich am Ausgang. Bis dann.
So, da bin ich wieder den blöden Weg nochmal gegangen. Diesmal ging es zum Glück ein bisschen schneller. So, wir haben ja eine ziemlich schockierende Sequenz gerade gesehen von dieser, ja, dieser verunstalteten Frau. Wir wissen nicht, ihr muss Schlimmes widerfahren sein. In dieser Schule. Und wir haben jetzt gesehen, es gibt zwei Hausmeister. Und ja, der Geist von der geht hier schon seit Jahren um und sie will irgendwie Gerechtigkeit erst. Und ja, sie will weiterleben. Das ist sie wohl als junges Mädchen. Sie will irgendwo rein, aber man lässt sie nicht. Wohin auch immer, das erfahren wir bestimmt noch. Okay, das überspringe ich mal. Das haben wir ja schon gesehen. Okay. Und jetzt sollten wir schnell die Beine in die Hand nehmen. Oh Gott. Vergesst die Hausmeister. Jetzt haben wir die Olle an der Backe. Da hängt jemand. Muss ich da hin? Wer ist das? Okay, da kann ich nichts machen. Hey, warum läufst du nicht? Oh, scheiße. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss, wo ich hin muss. Was? Kann ich jetzt hier rein? Won't open, na bravo. Das Messer steckt hier noch. Kann ich das nehmen? Das wäre schön, wenn ich endlich mal eine Waffe hätte. Oh Gott. Oh Gott. Ist sie da drin? Ich fürchte ja. Won't open. Keine Tür lässt sich mehr öffnen plötzlich. Und ich bin... dort. Okay, gut, dass ich jetzt gespeichert habe. Während ich gerade nicht aufgenommen habe. Natürlich. Ich habe meinen letzten Stift eingesetzt. Und ich glaube, das war eine gute Idee. Denn ich möchte nicht mehr diesen verdammten Wünschelroutengang machen. Das war das Schlimmste bisher im ganzen Spiel. So. Tja, probieren wir es nochmal. Zum Glück können wir die Sequenz überspringen. Okay. Und jetzt sollten wir gleich ganz schnell rennen. Jetzt! Okay, wenigstens mein Gesundheitszustand jetzt im Moment okay. Das heißt, ich kann noch rennen, aber ich weiß nicht wohin! Falls ich das jetzt in dieser Folge nicht selbst rauskriege, muss ich leider mal ein bisschen spicken. Oh Mann! Was hat die gegen mich? Ich will dir doch gar nichts Böses! Ich habe nur gelesen, dass wir in diesem Spiel irgendwie versuchen müssen, aufs Dach zu kommen. Aber ich weiß nicht. Oh, Leute. Ist das krank. Können wir hier hoch? Ich sehe nichts. Oh Gott. Ich glaube nicht. Autsch. Ich habe mir Aua gemacht. Oh. Yeah. Lass dein Messer bei dir. Ja, ich weiß. Oh Mann, ich drehe mich automatisch nach oben, wenn ich unter so einem Erhängten durchgehe. Also das mache ich nicht selbst, das macht das Spiel. Also hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Ich versuche mal... Oh, ich kann nicht mehr laufen. Verdammt, ich bin tot. Ich bin so tot. Okay. Ich bin tot. Sie wird mich einholen. Ja, ich weiß, Mensch! Ich weiß, da hängt eine. Oh, der Charakter dreht gerade völlig durch. Ich kann das Spiel nicht mehr steuern, ey. Sie sticht mich ein und ich bin tot. Okay. Stefan Raab hätte daraus einen Hit komponiert, glaube ich. Okay.
Ich gucke mir mal an, wie das hier vonstatten geht und wir sehen uns dann in einer spannenden nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss! Pass. Und? Was? Was? Ich drehe mich nicht um. Ich drehe mich nicht um, aber jetzt muss ich mich umdrehen. She goes away after a while if you don't look at her. Also sie geht nach einer... Sie geht nach einer Weile weg, wenn wir sie nicht anschauen. Das ist schon mal nett, dass wir das gesagt bekommen. So, wo passt jetzt dieser Schlüssel? Wahrscheinlich wieder oben. Das jagt mich jetzt von oben nach unten, von unten nach oben. Das Spiel! What the fuck? Ich guck sie nicht an. Ich guck weg. Ist sie noch da? Nee, sie ist weg. Oh, schön.